Es ist ein Thema, das uns wirklich alle die letzten Wochen und Monate beschäftigt. Es geht um den Coronavirus und die internationale weltweite Pandemie. Aber man darf ja auch sagen, man darf das Ganze auch immer wieder mal positiv betrachten und es entstehen auch positive Geschichten aus etwas Negativem. Das ist die Einleitung zu unserem Ländle-Talk. Dazu darf ich Sie recht herzlich begrüßen, hier wiederum aus unserem Studio am Garmarkt in Götzis. Und mein Gast, da darf ich versprechen, das wird ganz spannende Geschichte. Es geht nämlich um einen Corona-Stopp-Filter. Und dazu darf ich begrüßen Dieter Schäfknecht, Gründer und Geschäftsführer der Filtex AG. Herr Schäfknecht, schön, dass Sie bei uns sind. Freut mich, dass ich da bin. Es klingt eigentlich, wenn man das so sagt, ehrlich gesagt fast so unglaublich irgendwie, ein Corona-Stopp-Filter. Aber man darf es glauben, so viel sei vorweg schon gesagt. Ganz allgemein gefragt, was steckt denn dahinter, was geht es dort genau und wie ist das entstanden auch? Es geht um Folgendes. Wir sind eine Firma, wo aus dem Filtertechnikgeschäft herauskommt. Wir entwickeln, produzieren selbst unter der Marke Filtex Filter und vertreiben die weltweit bis hin mit eigenen Außendienstmitarbeitern zu den Anwendern. Das ist im Bereich Gewerbe genauso wie im Bereich Industrie. Und das heißt, wir bieten dort Lösungen an, die nicht normal sind, sondern wir möchten was Besonderes tun. Das bedeutet Energie einsparen. Also unsere Filter brauchen so ungefähr, sage jetzt einmal ein Drittel der Energie oder ein Drittel weniger der Energie mindestens. Wenn überall Filtex-Filter drinnen wären, dann könnte man ruhig ein paar Atomkraftwerke abschalten sozusagen. Und der Effekt ist eben das, dass man dabei noch Geld verdient über die Energieeinsparung. Also wir machen zwei Sachen möglich mit unserer Technologie. Ich tue was Gutes, alle kommen mal in den Himmel und werden schon gar auf der Erde dafür belohnt. Oder das gibt's nicht. Nicht oft solche Sachen. Ja. Und das ist unser Ansporn, dort irgendwas zu tun. Und jetzt haben wir noch einmal eine Zusatzaufgabe gekriegt über dieses Corona-Pandemie-Problem weltweit. Und deshalb haben wir bereits Mitte Jahr ganz intensiv an diesem Projekt Corona-Stop gearbeitet und inzwischen Produkte herausgebracht, wo wir sagen können, ersetze ich einen jetzigen Filter, verdopple ich mindestens diese Filter-Efficiency, diese Filtereffizienz. Und das Sensationelle dabei ist, wir sparen noch dabei Energie ein. Und aus diesem Grund, und das war die Krux dabei, können wir das überall einsetzen, wo es um Lüftungstechnik geht. Und die Leute sind ja nicht umsonst beunruhigt. Wir wissen alle, Corona verbreitet sich nicht übers Wasser, sondern über die Luft. Und aus dem Grund ist es einfach so, dass wir sagen, okay, dieses Problem müssen wir lösen. Und deshalb spreche ich hier ganz genau jetzt die Zuhörer an. Leute, wo vielleicht Kinder haben im Kindergarten oder Leute, wo Eltern, wo besorgt sind oder weil die Kinder in der Schule sind und weil man nicht genau weiß aus dieser Flut von Informationen, was dort jetzt wirklich stattfindet. Und aus dem Grund, sage ich, geben wir die Sicherheit diesen Anwendern, dass sie einen dicken Haken drunter streichen können und sagen können, okay, ich habe alles getan, dass es nach Menschen möglich, mal messen nicht möglich ist, dass ich über meine Lüftungstechnik irgendwie Viren im Umlauf trage, wo ich praktisch meine Kinder oder die Betroffenen infiziere. Meine Mutter war oder meine Großmutter war im Altersheim in Lustenau. Wir machen gerade ein Leuchtturmprojekt mit der Marktgemeinde Lustenau. Das möchte ich hier ausdrücklich sagen. Das ist sehr vorbildlich, wie die Leute dort engagiert sind. Wir haben letzte Woche diese Altersheime aufgenommen. Nächste Woche werden dort die Filter abgegradet. Das heißt, dort kann sich jeder einfach keine Sorgen mehr machen. Die Angehörigen zu Hause wissen, dass die Leute, dass alles getan wurde. Das ist eine Zielgruppe, wo vielleicht kein Lobby hat. Also das ist der Ansatz, dass wir in Gruppen hineingehen, natürlich jetzt. Deshalb spreche ich auch die Kommunen an oder Verantwortungsträger. Dort ist das eine Aufgabe. In anderen Bereichen ist es vielleicht ein Geschäft. Oder wenn man jetzt so etwas macht, wenn ich jetzt denke an die Gastronomie, die Leute sehnen sich nach Orten, wo hundertprozentig die Sicherheit heißt, ich kann mich dort gemütlich zurücklehnen und sehe hier, aha ja, wie hier für die Marktgemeinde Lustenau, ich habe hier ein Zertifikat, oder hier wurde alles getan, dass die Lufttechnik in Ordnung ist. Das fängt also an beim Händedesinfizieren, bei Abstandsregeln und dergleichen, aber es gehört zu jedem Betrieb und gerade auch in der Gastronomie, Hotellerie dazu, dass ich heute ein Corona-Konzept habe mit der Lüftungstechnik. Und hier bringen wir die Sicherheit. Aha. Wie kann man das, ich sage jetzt mal in kurzen Worten und relativ einfach erklären, wie das dann auch wirklich funktioniert mit diesem Corona-Stopp-Filter? Also
auf die Technik möchte ich nicht zu stark eingehen, um die Zuschauer nicht zu überfordern. Aber es ist ganz einfach, wenn ich sage, heute trage ich irgendeine Maske, wenn ich hier ankomme. Das ist eine Nurse Mask, wo jeder trägt. Oder die fängt an bei 95% BFE-Abscheidegrad. Ich will sie auch mit diesen Testungen nicht überfordern. Aber ein Corona-Stopffilter, der fängt an bei 99,8%. Oder nur im Vergleich. Oder wenn ich jetzt eine andere Maske, wenn ich es ganz sicher machen möchte, dann nehme ich eine FFP2-Maske. Das kennen auch viele, vom Robert-Koch-Institut empfohlen als Absolutfilter gegen Coronaviren. Die Maske hat den Nachteil, dass ich schwitze mit dieser Maske. Das heißt, wenn ich ein Ventil jetzt setze, dann blase ich aber, wenn ich ansteckend bin, das den Nachbarn hinüber. Und deshalb wird das ungern getragen. Das ist eine FFP2-Maske. Ich habe gerade aus Wien die Labortests gekriegt und sehe, wir sind auch mit dem Corona-Test, also mit dem Virentest, liegen wir im Bereich einer FFP2-Maske mit unseren Filtern. Und das ist sensationell. Und was noch sensationeller ist, wir haben eine Druckdifferenz, also Energieverbrauch, wo geringer ist, wie wenn ich einen heute üblichen Standardfilter einsetzen würde. Und da sind wir sehr stolz drauf. Ich gehe da nochmal ganz kurz auf ein. Ich habe eine Lüftungsanlage, ich nenne es jetzt einfach mal ganz einfach, eine Lüftungsanlage im Haus, im Betrieb, in der Schule, wo auch immer. Genau. Und das ist sozusagen ein Zusatzmodul, das zusätzlich filtert, das, und das darf man auch dazu sagen, das darf man auch nochmal wiederholen, weniger, also den Energieverbrauch senkt. Also es wird das ist ein Zusatzgeschäft. Das ist schön, dass es das noch gibt, aber es ist für viele sicher das Thema, wenn man meinen könnte, das wird jetzt alles ganz, ganz teuer und am Schluss muss ich noch mehr Energiekosten zahlen. Sie sparen sich noch einen großen Teil über die Energiekosten ein. Das ist nicht so, und es ist ein Zusatzmodul, das dann einfach installiert wird und mit dem Zertifikat sogar, das haben wir so gesehen, dass wirklich dann 99% eigentlich der Viren aus der Luft gefiltert werden. Ist das so richtig einfach erklärt? Müssen sich jetzt vorstellen, letzte Woche war ich bei einem großen Anlagenbauer in Tirol drinnen, bei einem guten Kunden, wo wir zusammenarbeiten, wo auch sehr qualitativ arbeitet. Und der erzählt mir gerade, er hat einen Anruf von einem Haus auf, ich weiß nicht, 2000 Meter Seehöhe im Gastgewerbebetrieb und der ist verunsichert, was jetzt da Lüftungstechnik stattfindet. Sie müssen sich in die Lage von diesem Mann hineinsetzen, der weiß nicht, was für Anlage das da drinnen ist, ob überhaupt ein Filter drin ist, ob er das überhaupt drinnen ist. Und der fängt nichts damit an, dass ihm irgendein Experte sagt, schalt doch die Umluftanlage ab oder tu halt das oder mach jenes, damit ist niemandem gedient. Was wir machen, ist, dass wir für solche Leute Sicherheit schaffen und dass er am Schluss weiß, bei mir kann nichts passieren über diese Lüftungstechnik. Jetzt merkt man so im Gespräch, dass das ist auch gewisser, wie soll ich das nennen, auch eine gewisse Leidenschaft, also auch diese, jetzt von Ihnen, dieses Bewusstsein auch von Ihnen, okay, ich habe jetzt hier Möglichkeiten, etwas zu tun, also tue ich es auch. Es könnten sich ja manche denken, ja, ich lehne mich jetzt einmal schön zurück und warte, was jetzt da passiert. Ist das auch so der Ansporn, dass Sie gesagt haben, okay, es gibt jetzt diese Situation, die uns alle betrifft, jetzt nicht nur den einen oder die andere, sondern wirklich alle. Ich habe Mittel, Möglichkeiten, alles darlegen. Ich kann jetzt nicht nur da sitzen und warten, was passiert. War das auch so ein bisschen der Ansporn? Jeder Unternehmer hat unterschiedliche Beweggründe. Bei uns steht da oben, hast du höhere Ziele. Und wir sind uns bewusst, dass man, wenn man drei Schnitzel am Tag isst, dass einem nur schlecht wird. Oder? Und so behandeln wir auch unsere Firma, unsere Mitarbeiter, unsere Kunden und so machen wir unser Geschäft. Also wir möchten innovativ sein, einen Beitrag leisten. Und aus dem Grund heraus ist die Motivation nicht unbedingt Geld zu verdienen. Aus dem Grund wollen wir jetzt was tun und jetzt drängt die Zeit und wir können das tun. Und deshalb sind wir da voll dabei. Das ist unser Ansporn. Die Zeit rennt uns etwas davon. Ich glaube, wir könnten jetzt Stunden und Tage noch über dieses Thema sprechen, aber eines möchte ich da schon noch mitnehmen, auch wo wir uns im Vorgespräch jetzt unterhalten haben, das Überthema auch Bewusstseinsbildung. Es gibt ja da nicht nur das Produkt an sich, sondern auch
Schulungsunterlagen, die sie zur Verfügung stellen. Da geht es um Schulen, da geht es um Jugendliche. Auch diese Ansprache, das Thema Jugend, wo man vielleicht das Gefühl hat, auch gerade in den letzten Wochen und Monaten, da ist das Thema Corona und das, dieses allgemeine Thema gar nicht mehr so da, sondern eher so, ich will gar nichts mehr hören davon. Das ist auch ein wichtiger Ansatz. Was Sie sagen, ist das Hauptproblem in unserer Gesellschaft im Augenblick. Ich habe gestern Abend eine Stunde lang mit meiner Tochter diskutiert über eine Halloween-Party, die stattfinden soll oder auch nicht. Und es ist äußerst schwierig, die jungen Leute zu erreichen. Ich weiß das aus eigener Erfahrung und die Zuschauer wahrscheinlich auch. Kinder gehen nicht praktisch mit der Maske Rasenmähen. Das ist auch richtig. Aber sie bewegen Sachen wie Friday for Future und solche Geschichten, wo ganz viel Auswirkung haben. Man muss sie ernst nehmen, man muss sie einladen. Wir haben ein Konzept gemacht für die Schulen. Wir haben das angeboten. Wir haben die Unterstützung vom Landeshauptmann auch. Wir haben das vorgestellt beim Heinz Fassmann, bei unserem Minister, wofür das zuständig ist, und hoffen, dass der das vielleicht auch noch mit hinausträgt. Wir brauchen auch dort Leute oder Schulen, wo die es mitmachen. Und dieses Konzept, haben wir gesagt, wollen wir abkürzen. Wir stellen es in die Website. Morgen ist es erreichbar und ich lade alle Eltern ein oder Großeltern oder Jugendliche oder jemand, wo dazuschaut. Schaut es hinein, das ist unter www.filtex.cc. Ist das abrufbar und zwar für jeden ab morgen. Also wir gehen dort auch den direkten Weg und warten nicht. Wir laden aber Schulen ein, hier mitzumachen und hoffen, dass wir dort auch läuft und Projekte aufzeigen. Wir müssen die Jugendlichen erreichen und die ernst nehmen. Das ist mir ein Riesenanliegen. Und da auch wirklich informieren, das Thema Bewusstseinsbildung, es gibt überall, ich glaube, da ganz, ganz wichtig, dass die Leute ein bisschen ganz auch selber viele, vielleicht ganz motiviert viele sind, sich zu informieren. Das ist das Problem. Oder? Ganz viele reden, wenige tun was. Und wir haben festgestellt, es gibt viele Unternehmer, wo sich beteiligen an dieser Geschichte. Und da geht es einfach, dass man auch was tun kann. Wer was tun kann, der ist dabei. Und wir laden jeden ein, dass wir in diesem Corona-Projekt mit dabei sind. Und ich möchte Ihnen überreichen. Vielen Dank. Sitzen Sie schnell dabei. Wunderbar. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir das hinaustragen. Dass wir was tun, solange wir was tun können. Wir sind nicht so ohnmächtig, wie wir scheinen. Ich bin überzeugt, dass wir diese Dinge... Ich hasse es genauso wie jeder, wenn man ehrlich ist. Das ist keine Zukunftsperspektive und wir wollen eine andere bieten und da leisten wir unseren Beitrag als Filtex. Vielleicht ganz, ganz abschließend noch dieses Thema auch. Ich glaube, wenn man in die Zukunft blickt, das ist, glaube ich, auch jedem in gewisser Weise bewusst, man wird irgendwann einmal damit leben müssen. Wir können nicht immer alles dann abschotten. Es geht dann auch um den, wenn wir zum Filter nochmal kommen, das ist ja auch, das könnte jetzt so klingen, ich muss das jetzt machen, dass ich geschützt bin vor dem Coronavirus und wenn das vielleicht in irgendeiner Art und Weise vorbei ist, bringt es mir nichts mehr. Das möchte ich schon noch ansprechen. Das ist ja eigentlich auch nicht so, sondern es ist ja dann auch eine Lösung. Es geht ja nicht nur um den Coronavirus, sondern es geht eigentlich um gesündere, saubere Luft, wenn man das überhaupt begrifflich sagen. Es geht ganz einfach, oder wenn man diese Filtertechnologie einsetzt, dann muss ich das jetzt einsetzen, in verschiedenen Bereichen, in anderen kann ich es einsetzen, aber es geht darum, es wird uns begleiten. Und wir gehen hier halt diesen Normierungen und diesen Vorschriften einfach einen großen Schritt voraus als Filtex. Oder das wird wahrscheinlich in einem Jahr irgendwo in den Normen drinnen stehen, wie vor 10 Jahren diese Feinstaubhistorie um sich gegriffen hat und die Filterklassen mussten überall abgegradet werden. So wird es auch nachher irgendwann einmal einen Niederschlag finden in den Normen. Aber wir haben keine Zeit darauf zu warten, da sterben Leute. Im Endeffekt. Und das wollen wir verhindern. Und es ist uns bewusst, dass wir was tun können und deshalb machen wir es auch. Also da sind wir einfach voraus. Falls es sich herausstellt, dass das nur ein vorübergehender Husten war, diese ganze Pandemie, und wir müssen nicht damit leben, alles spricht dagegen natürlich, dann können wir diese Anlagen jederzeit wieder downgraden auf den vorherigen Stand. Also kein Problem. Wir haben diesen Optimierungsprozess ISO 9001 zertifiziert inzwischen. Und das ist absolut nachvollziehbar in jedem Detail. Also wir schaffen Sicherheit. Wer irgendwie aktiv sich dagegen stemmt, den laden wir wirklich ein. Und vor allem auch die Jugend, dass unsere Gesellschaft nicht auseinanderdriftet. Weil sonst sind wir mit diesen Aktionen und jede Vorschrift, was die Regierung erlässt, ist völlig umsonst und kontraproduktiv. Also wir haben genügend Vorschriften. Wir hassen genauso die Masken. Wir wollen die Masken, sogar die im Filter drinnen. Und wenn das da drinnen ist, dann haben wir vielleicht weniger Probleme draußen. Wir wollen zurück zum normalen Leben und dafür kämpfen wir.
Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Ich sage vielen Dank, Herr Dieter Schäffknecht von der Filtex AG, für das Gespräch. Ganz, ganz spannend. Ich finde das immer ganz spannend, was auch aus... Etwas möchte ich auch noch sagen. Also für die Gastronomie nehmen wir bitte einen Schluck. wir machen es ohne Anstoßen, aber es ist zum Wohl. Und als kleines Abschiedsgeschenk oder Gastgeschenk noch einmal frische Luft aus dem Ebnit. Sehr schön. Okay. Das kann man auch brauchen. Wunderbar. Danke. Ich darf das zumindest so übernehmen auf Danke der Seite. Für deine Vielen Arme. Dank. Das ist sehr schön. Das stellen wir jetzt einfach da dazu. Sehr schön. Freut mich. Frische Luft ist immer gut. Ja. Lieber Chef, ich sage vielen Dank. Wünsche weiterhin viel Erfolg und vor allem Erfolg, dass dieses Thema der Bewusstseinsbildung auch angenommen wird und dass sich wirklich so viele Menschen wie möglich da auch informieren, wie das alles funktioniert, was da dahinter steckt. Also wir freuen uns über viele Mitstreiter und wir sind nicht machtlos. Das ist ein schönes Stichwort. Vielen Dank für das Gespräch. Weiterhin danke. Habe mich sehr Zeit. Gefreut. Danke. Vielen Dank. Und das war unser Ländetalk mit Dieter Schäffknecht von der Filtex AG. Also man sieht, wenn man was tun kann, dann muss man es auch einfach einmal tun. Das ist vielleicht das richtige Stichwort zum Abschluss und damit darf ich mich verabschieden. Machen Sie es gut.